Ich bin Hauptfeldwebel Oliver Bender. 4 Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5, Truppführer in der Schutzkompanie und nun Videojournalist in der Redaktion der Bundeswehr. Mit dieser Serie möchte ich euch einen Einblick in die Bundeswehr geben. Heute befinde ich mich im Bundeswehr-Zentralkrankenhaus hier in Koblenz und wir schauen uns die Notfallaufnahme an. Moin, moin. Ja, hallo Olli. Ich bin der Oberstabsarzt Florian Hartenstein. Ich werde dir heute ein bisschen das Bundeswehr-Zentralkrankenhaus, vor allem die Notfallaufnahme, zeigen. Aber bevor es losgeht, musst du erstmal dein Weißzeug empfangen. Deswegen gehen wir jetzt rüber in die Kleiderkammer. Okay, auf geht's. Pass auf, Olli, wir sind hier in der Bekleidungskammer des Bundeswehr-Zentralkrankenhauses. Ich habe dir schon mal Hose, Hemd und Kittel vorbereitet. Kannst dich jetzt umziehen und dann sehen wir uns gleich in der Notaufnahme. Dann geht's los. Super. Ich ziehe mir die weißen Sachen an und dann komme ich gleich als Dr. Bender wieder. So, da bin ich wieder. Die Verwandlung hat stattgefunden. Olli, ganz in weiß, hervorragend. Jetzt können wir loslegen. Wie du siehst, hier stehe ich gerade am Leitstand von der Notaufnahme. Hier haben wir eine Übersichtstafel von allen Patienten. Jeder Patient bekommt so eine Karte zugeordnet. Damit behalten wir immer den Überblick. So, Olli, hier ist unser Schockraum. Hier werden wirklich die Schwerstverletzten versorgt und den gucken wir uns jetzt mal an. Einfach aufschieben? Einfach aufschieben. Hier geht es wirklich um die erste Versorgung, wenn ein Schwerstverletzter reinkommt. Wir wissen noch nicht genau, was er hat. Wir haben nur die Angaben vom Notarzt. Dann steht hier schon ein Ärzteteam bereit, das vorab alarmiert wurde. Wir führen die ersten lebenswichtigsten Maßnahmen durch. Hier haben wir zum Beispiel ein Beatmungsgerät. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommt, der nicht mehr von alleine atmen kann, haben wir hier die Möglichkeit von einer künstlichen Beatmung und können ihn somit weiterhin oxygenieren und Sauerstoff ins Blut bringen. Hier haben wir ein Ultraschallgerät. Damit können wir dann direkt, wenn der Patient reinkommt, die erste Untersuchung vom Bauch und vom Herzen vornehmen, um eine innere Blutung auszuschließen. Das heißt, ihr könnt damit erstmal initial überprüfen, was ist, und dann gegebenenfalls halt entscheiden, ob ihr dann das CT nutzt, um dann halt nochmal ein bisschen genauer nachzuschauen. Genau. Die erste Diagnostik findet hiermit statt. Hier haben wir einen Knochenbruch an dem Unterschenkel. Wie du siehst, ist das Ganze mit einem sogenannten Fixateur externe stabilisiert worden. Das ist ein typisch notfallmedizinisch-unfallchirurgisches Verfahren, das wir einsetzen. Das Ganze kannst du jetzt hier mal an einem Kunstknochen üben. Da haben wir schon was vorbereitet und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Ich erkläre dir das ein bisschen und assistiere dir und dann kannst du mal zeigen, was du manuell drauf hast. Ja, also hier, schaut euch das mal an. Das ist ganz, ist einfach ein simulierter Knochenbruch und ich vermute, wenn außenrum eine Weichteilverletzung ist, du hast eine offene Wunde und kannst keinen Gips anlegen, ist klar, wo offenes Fleisch ist, kann ich halt einfach keinen Gips anlegen. Dann, wenn es schnell gehen muss, lege ich dann so ein Gerät an. Genau, damit können wir die Weichteile schonen, Gefäßen und Nerven und eine ausreichende Reposition und Stabilität in der Fraktur erreichen. Ja, da bin ich ja froh, dass ich einen handwerklichen Background habe. Sieht mir ja doch stark nach Handwerkskunst aus. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Bohrer und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, das sieht jetzt hier so einfach aus. Das ist auch nur ein Modell, aber wenn ich mir überlege, dass das Ganze dann auch wirklich unter realen Bedingungen im OP am Menschen durchgeführt wird, dann wird mir ja schon ein bisschen anders. Zu Hause im Handwerk, wenn ich zu Hause was mache, dann habe ich ja eine Art Abstandshalter, dass ich genau weiß, wie weit ich meine Schraube ja eindrehen kann. Hier habe ich das nicht, hier muss ich ja wirklich komplett nach Gefühl arbeiten. Brauchst du Fingerspitzengefühl, musst das halt auch ein paar Mal gemacht haben. Deswegen üben wir das erstmal am Kunstknochen, bevor es dann an den richtigen Patienten geht. So, Schrauben sind alle angezogen. Okay. Olli, du bist soweit fertig. Also die Operation wäre soweit gelungen, aber wir überprüfen jetzt das Ergebnis und gucken mal, ob das stabil ist. Also hier haben wir unsere Unterschenkelfraktur und jetzt kannst du wirklich einfach mal prüfen, inwiefern das da noch Spiel ist oder ob das fest ist. Und wie du hier siehst, ist kaum noch Bewegung in der Fraktur, obwohl ich richtig kräftig dran gezogen habe. Also so ist das schon ein gutes operatives Ergebnis. Ja.
mein erster Versuch, man sieht, okay, ich habe jetzt hier nicht ganz auf die Symmetrie geachtet, hier unten habe ich ein bisschen weit durchgebohrt, aber ich mache es ja auch zum ersten Mal. Ihr übt ja wahrscheinlich so eine Sachen dann auch ständig, dass man auch wirklich eine Routine reinbekommt und das nötige Fingerspitzengefühl, um dann wirklich dann im OP am Patienten das Ganze auch vernünftig durchführen zu können. So Olli, jetzt wird's ernst. Wir haben heute Mittag noch eine richtige OP beim Stabsfeldwebel Esser. Der hat sich eine Achillessehnenruptur zugezogen, liegt jetzt auf Station. Wir würden jetzt bei ihm vorbeigehen, uns den Patienten angucken und danach geht's hoch in den OP. In den OP? Ja. Okay, dann muss ich aber nicht sowas hier machen. Da darfst du erstmal zugucken. Okay, ich glaube auch zugucken reicht. Das erste Mal mit im OP. Ja, ich bin gespannt. Dann schauen wir uns den Patienten mal an. Auf geht's. Moin Moin! Moinsen! Dr. Bender! Olli, hi, ich bin heute dein behandelnder Arzt. Grüße dich. Spaß beiseite. Wir wollen den Zuschauern einen kleinen Einblick geben, was hier alles so im Bundeswehrkrankenhaus passiert. Und wir haben gerade gehört, dass du heute zur OP anstehst. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was genau passiert ist. Ich bin bei der Big Band der Bundeswehr und wir hatten am Samstag ein Konzert in Balingen. Und da habe ich mich einfach in einem sehr großen Loch im Bürgersteig vertreten. Und rutz war die Achillessehne durch. Ah, die ist komplett durch? Die ist komplett durch. Ist natürlich ungünstig. Was machst du in der Big Band? Ich spiele Schlagzeug und Percussion. Das heißt, ich brauche meine Füßlein doch eigentlich die ganze Zeit. Und hoffe und bin überzeugt davon, dass sie das natürlich hier wieder komplett wiederherstellen. Ja, wir sind ja gleich bei der OP mit dabei. Was passiert dann in der OP nachher genau? In der OP werden wir die Achillessehne rekonstruieren, das heißt, sie ist ja gerissen und wir werden die Achillessehne mit einer speziellen Naht wieder zusammenbringen, damit sie stabilisiert ist und gerade für ihn als Schlagzeuger ist die Streckung im Fußgelenk extrem wichtig. Daher machen wir eine funktionelle Nachbehandlung und es kann jetzt gleich losgehen mit der OP. Und ich würde schon mal vorgehen, Olli, wenn du willst, kannst du beim Patient bleiben und wir treffen uns dann oben im OP. Ja. Okay. Das klingt doch nach einem Plan. So, die Messer sind gewetzt. Die Messer sind gewetzt. Du bist bereit. Wir bringen dich nachher dann in den OP. Perfekt. Ihr seid mit dabei und wir sehen uns auf jeden Fall im OP und auf jeden Fall danach nochmal. Wer weiß, ob du das nach dem OP mitbekommst. Ja. Danke erstmal bis hier, dass wir die Möglichkeit haben, dich zu begleiten. Ne? Gerne, gerne. Ihr seid mit dabei und gleich geht's los. Ich freue mich, würde ich fast sagen. Wir haben die letzten Unterlagen zusammengelegt. Martin ist gut drauf, geht auch jeden Augenblick los. Martin wird jetzt vorbereitet für die Operation auf der anderen Seite. Wir werden uns auch gleich rüberbegeben, aber das war's für diesen Teil. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil in 14 Tagen. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt mit Olli. Ja, für heute war's das aus dem Bundeswehrkrankenhaus hier in Koblenz. Hauptfeldwebelbänder, ich melde mich ab. Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Kein Problem, ab damit in die Kommentare. Ach ja, und folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Olli. Thank you.